Hast du mal den Ausweis? Nee, ich hab keinen dabei. Mann, packen Sie an und hauen Sie ab! Zwei Optionen haben Sie, ganz so, einfach. So, den reicht mir nämlich jetzt. Genau, ansonsten nehmen Sie mit zum Wagen. Ganz einfach. Geben Sie den Ausweis freiwillig raus, ja oder nein? Das ist Kriegszustand hier. Und auch auf die Gefahr hin, voll auf die Schnauze zu fallen oder hier auch aufs Maul zu kriegen, sozusagen. Jetzt kommt wohl die Polizei. Eigentlich sollte dies nur ein Film über steigende Mieten in Berlin werden. Aber auf einmal stehe ich zwischen Polizisten, Identitätsfeststellung und dann Platzverweis. Weil ich mich mit Anwohnern über die Situation im Kiez unterhalten habe, an einem sogenannten kriminalitätsbelasteten Ort. Außer ist das, dass sie verpflichtet sind, sich auszuweisen. Sollten ihre Angaben. Niemand muss hier irgendwas machen! Habe ich unten Warschauer Ecke Rehwaler gewohnt. Da passieren Straftaten. Ja, erzählen Sie mir doch keine Scheiße. Ich bin in Berlin in der Rigaer Straße. Hier kommt vieles zusammen. Protest gegen teure Neubauprojekte, daher fast täglich Polizeikontrollen und manchmal eben auch Platzverweise. Aber beginnen wir von vorn. Eine Demo gegen Mietwahnsinn in Berlin-Kreuzberg. Hier sind Wohnungen inzwischen Spekulationsobjekte. Diese Menschen leiden unter steigenden Mieten. Ganze Straßenzüge werden schick und teuer. Massenbesichtigungen im Minutentakt. Und wer überhaupt eingeladen werden will, hat Glück. In Berlin stiegen die Mieten seit 2015 um durchschnittlich 10%. In gefragten Kiezen wie Kreuzberg noch mal mehr. Und so haben diese Demonstranten das Gefühl, nicht länger dort wohnen zu können, wo sie wollen, sondern nur noch dort, wo sie es sich leisten können. Hallo, guten Morgen. Steht auf. Und politischen Totalversager zwingt uns in einen Krieg von oben gegen unten und zwangsläufig umgekehrt. Nein, der Kiez! Nein, Berlin will euch nicht! Die Stimmung ist aufgeheizt, der Widerstand wächst. Ende nicht absehbar. Besonders deutlich wird das alles gerade in Berlin-Friedrichshain. Und deshalb bin ich genau dorthin gezogen. Rigaer Straße, 3 Tage Ferienwohnung. Hier kostet der Quadratmeter aktuell etwa 11 Euro, 62% mehr als noch 2009. Es wird gebaut wie blöde, jede Lücke wird geschlossen. Links Glas und Stahl, rechts Altbau. Hier altes Friedrichshain, dort neues Friedrichshain. Und mitten auf der Rigaer Straße eine Baustelle. Damit in Ruhe gebaut werden kann, ist die Straße für 2 Jahre komplett dicht. Es entstehen mehr als 250 ziemlich teure Neubauwohnungen gegen den Widerstand des Bezirks. Ich wohne genau neben der Baustelle und will mit denen sprechen, die keinen Bock haben, einfach tatenlos zuzusehen. Ich bin auf dem Weg zum Gespräch mit Frauen einer Aktionsgruppe, die gegen den Neubauwahnsinn protestiert. Weil die 3 Repression fürchten, ist das alles ein bisschen konspirativ. Eine bat nach dem Interview auch noch darum, doch verpixelt zu werden. Diese 2 Baustellen, gegen die wir uns als Aktionsgruppe auch wehren, also konkret die Riga 71-73 und gegenüber, das waren die letzten fucking Brachen. Wenn hier flächendeckend von Großinvestoren Brachen aufgekauft werden oder ganze Häuserviertel aufgekauft werden, die dann luxussaniert werden, damit der ganze Mietpreisspiegel sich flächendeckend eben auch erhöht, ja, wo wir hier alle rausgekickt werden. Also das ist richtig Vertreibung, das ist nicht nur irgendwie, da waren einzelne MieterInnen irgendwo rausgekickt, sondern das ist Kriegszustand hier. Ja, hier sind Luxuswohnungen entstanden, hier sind Glaspaläste entstanden in der Pettenkower Straße. Das fügt sich auch gar nicht mehr ins Straßenbild. Ja, also möchte ich auch mal dazu sagen, die Leute haben dann natürlich ihre großen Zäune und haben ihren Hinterhof Brunnen. Ja, ich frage mich natürlich auch, warum die Leute hierher kommen. Also wenn sie hierher kommen und sich sowieso einigeln, dann weiß ich nicht, warum sie Friedrichshain wählen. Also kapiere ich nicht. Ich habe auch das Recht dazu, ne, als mündiger Bürger sozusagen, meine Meinung kundzutun. Und ich gucke aus moralischen und ethischen Gründen auch einfach mal nicht weg, so wenn Leute hier verdrängt werden. Die gewählte Protestform der Gruppe, Krach machen gegen den Neubau. Ich weiß nicht, ob man mich hört, es ist relativ laut im Hintergrund. Also wir sind...
stehen vor der Baustelle in der Riegerstraße, wo hier gerade zwei Neubauprojekte durchgezogen wurden. Und jeden Abend seit Januar treffen sich Anwohner hier und scheppern 10 Minuten dagegen. Und jetzt wird gerade versucht, hier irgendwie die Baustelle. Seit einem knappen Jahr kommen mal mehr, mal weniger, um Radau zu machen. An diesem Abend sind plötzlich auch ein paar Kids der Antifa gekommen, um den Bauzaun zu bezwingen. Die Securities auf der Baustelle sind in Alarmbereitschaft und in Kontakt mit der Polizei. Jo! Ungefähr 6 Bullen, 8 Bullen. Alles klar, wo? Von wo jetzt? Von der Baustelle, auf der Baustelle auf euch zu. Okay, danke schön. Jetzt kommt wohl die Polizei. Es wird ausgeschwärmt. Was passiert hier also? Anwohner scheppern, die Wachleute rufen die Polizei. Denn diese Versammlungen sind nicht angemeldet und damit streng genommen eine Straftat. Mal gucken, was noch passiert. Warte mal. So geht das hier schon das ganze Jahr. Ja, und jetzt ist alles wieder, als wäre nichts gewesen. Und alles wegen eines Luxusbauprojekts. Und ich so mittendrin und nicht abgeholt, ne? Nee, wie bestellt und nicht abgeholt, so heißt es. Auf der Website des Bauprojekts kann man schon mal in die Zukunft blicken. Alle 133 Wohnungen sind verkauft. Der schrammelige Fabrikscham von früher ist bald wegsaniert. Aber auch der Rest, der in der Rigaer Straße angeboten wird, ist ziemlich schick und teuer. 1,5 Zimmer für 815 Euro kalt zum Beispiel. Was sagen denn die Makler zur ganzen Situation? Okay, das ist schade. Alles klar. Danke, auf Wiederhören. Kein Interesse. Also es war jetzt irgendwie der 7. oder 8., den ich angefragt habe. Ganz offiziell Interview. Wenn Neues entstehen soll, muss Altes im Zweifel weg. Außerdem sind die Fronten hier ganz schön verhärtet. Einer hat trotzdem versucht, Kompromisse zu finden. Dafür wurden bei Hajo vergangenes Jahr die Fenster zerstört. Das war eine Serie. Hier unten. Die ausgebaut. Eine von denen. Das war 2000. Also die Axt. Die Hacke. Okay, und gab es einen Anlass oder war irgendwie so Gesamtgemenge? Nö, weil wir halt irgendwie mit den Investoren da verhandelt haben. Hajo hat versucht, mit den Herren des Bauprojekts ins Gespräch zu kommen. Denn sein Club wurde auch abgerissen. Dafür wurde ihm wiederum vorgeworfen, sich den Investoren anzudienen. Und auch Hajo musste feststellen, Mitsprache unerwünscht. Wir haben eine Zeit lang wahnsinnig viel Energie da reingesteckt. Wie gesagt, der Prozess fing 2012 an. Also 5 Jahre unglaublich viel Energie in den Würfe reingesteckt, mit Architekten zusammengearbeitet, mit denen gesprochen, mit der Stadt gesprochen, mit dem Bezirk verhandelt. Es ist irgendwie über 3 Stadträte gegangen, dieser ganze Prozess. Und dann irgendwann haben wir halt, nachdem das halt dann völlig gekracht ist, hier und die Vordergebäude abgerissen wurden und wir dann auch gekündigt wurden, haben wir dann halt einfach aufgehört, irgendwie uns damit zu beschäftigen. Genau, und das ist ja hier diese Brachfläche, ne? Beziehungsweise die ehemalige. Genau, ich habe jetzt ewig... Ich bin jetzt schon echt lange nicht mehr hier lang gegangen. Ich vermeide es irgendwie so. Es ist, nachdem wir rausgeflogen sind, war ich, glaube ich, noch 1-2 Mal auf dem Gelände und dann nicht mehr. Wenn man durch die Riga geht, ist eine Sache, aber wenn man nicht eine Parallelstraße weiter ist, ist definitiv was ganz anderes als vor 5 Jahren. Also die Geschwindigkeit der Veränderung, wie sie hier war, in den letzten 5 Jahren, die ist schon massiv. Oder oben ist eine Scheibe kaputt. Ach ja, da. Ja, ja, genau. Ist dann vielleicht auch noch mal ein... sozusagen eine Form des radikalen Protests, den ich auch nachvollziehen kann. Also es ist diese Wut, die da vorherrscht, die ja bei uns auch so war, als es immer verkauft wurde. Und jetzt meine Kollegen, die alle weggezogen sind, weil sie einfach auch hier nichts mehr gefunden haben und sich nicht die Mieten nicht mehr leisten konnten. Hajo hat geglaubt, zwischen Kiez und Investor vermitteln zu können. War das zu naiv? Diese Frage, die haben wir von ganz Anfang an auch intern diskutiert, also in der Gruppe, die wir waren. Da gab es auch viele Leute, die gesagt haben, lasst euch nicht mit den Leuten ein, das machen wir nicht. Und die sich dann auch verabschiedet haben und gesagt haben, nee, das wird nichts. Ich persönlich, ich würde es, glaube ich, nochmal wieder machen. Also ich würde nochmal wieder versuchen, einen Weg zu finden, Druck auszuüben auf die Leute, die hier so viel Geld verdienen. Unser Ansatz ist und war, halt Wege zu finden,
auszuprobieren, wie kann man in einer sich verändernden Stadt solche Sachen vielleicht auch erhalten und auch auf die Gefahr hin, voll auf die Schnauze zu fallen oder hier auch aufs Maul zu kriegen sozusagen. In der Rigaer Straße ist der Konflikt viel, viel größer als irgendwo sonst. Überall sieht man den Frust gegen millionenschwere Neubauten. Denn mitten im Viertel gibt es ein linkes Hausprojekt, teilweise besetzt. Für die Polizei ist das ein Hort der Gewalt, für einige aus dem Viertel ein Ort des Widerstands. Wir sind halt denen, die nur diesen Aufwertungstendenzen irgendwie das Wort reden, halt ein Dorn im Auge. Und dazu zu den Aufwärtern gehören halt ganz aktiv, also die Bullen, ne? Das Ordnungsamt, die Politik mit dem Innensenator vorneweg und natürlich den Leuten, die Geld haben und die in irgendeiner Form mächtig sind. Ne? Das Problem ist halt einfach auch Kapitalismus. Ne? Das ist eigentlich das, was uns hier alle irgendwie jede Nacht irgendwie überhaupt nicht mehr schlafen lässt, weil einfach durch diese ganze Individualisierung der Gesellschaft einfach hier keiner mehr klarkommt. Ne? Wahrscheinlich sind deswegen hier nach wie vor so viele Leute im anarchistischen Kontext irgendwie unterwegs, weil das ist für mich auch irgendwie wirklich das Zukunftsmodell, diese Idee der Hausprojekte, der Selbstorganisiertheit, der solidarischen Strukturen, dass sich umeinander kümmern, dass sie auf sich Acht geben, wie du auch vorhin nochmal so schön gesagt hast. Ne? Also wir brauchen auch keine Polizei hier, die uns irgendwie jeden Tag sagt, was wir irgendwie hier zu tun oder zu lassen haben. Ne? Das brauchen wir alles nicht. Wir können auf uns selber achten. Mein letzter Tag im Kiez. Noch ein Versuch, die andere Seite zu hören und zu verstehen. Ein paar Straßen vom Protest und der Baustelle entfernt gibt es ein Maklerbüro. Es dauert ein bisschen, dann ist Heidi Buttgereit tatsächlich mit einem Gespräch einverstanden. Ja, wir kriegen tagtäglich Anfragen, aber letztendlich ist es auch das Problem, dass man die Mieten dann nicht mehr so bezahlen kann, weil die Vermieter sehr hohe Mietpreise jetzt verlangen. Wie sieht denn so der klassische Mietinteressent hier aus? Aufgrund der hohen Mieten sind es in der Regel bei größeren Wohnungen zwei Verdiener, weil ein einzelner Verdiener sich die Wohnung gar nicht mehr leisten kann. Von der Sache her werden die älteren Mieter verdrängt und es kommt in den nächsten 5 bis 10 Jahren dann ein Austausch der Mieter kommt da zustande. Jetzt gibt es ja aktuell zwei sehr, sehr große Neubauprojekte in der Rigaer Straße mittendrin. Verbessert das oder verschlechtert das so eine Situation im Kiez? Weil es sind ja mitnichten Sozialwohnungen da. Nee, das wird es nicht verbessern in meinen Augen, weil die Mieten sind dann einfach zu hoch, dass sich jetzt der normal verdienende Kellner oder weiß ich was solche Wohnungen anmieten kann. In der Rigaer Straße stellen sich Fragen, auf die überall nach Antworten gesucht wird. Denn hier wird dringend benötigter Wohnraum geschaffen. Das können sich aber nur wenige leisten. Die Altbauwohnungen werden zu Mondpreisen vermietet. Und mittendrin Leute, die sich gegen die Veränderung ihres Viertels wehren. Aber solange mit Wohnraum spekuliert werden darf, können sich nur noch die ihren Wohnort aussuchen, die sich das auch leisten können. Berlin, Rigaer Straße 70. Daten werden geladen. Hausnummer 70, nicht vorhanden. Möchten Sie noch eine weitere Hausnummer auswählen oder die Routenführung starten? Adresse eingeben. Zwischenziel 1 wurde eingestellt. Möchten Sie die Route?